Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und PlayerGeddon. In der heutigen Folge steht mal wieder ein YouTuber-Besuch an, und zwar werden wir den lieben Tobias Spirithawk besuchen. Er war lange Zeit der Beste in Deutschland von den Pokalen her und, boah, immer noch Respekt dafür. Ich kann leider nicht nachschauen, wer der Beste bei mir in Deutschland ist. Wir gucken uns das jetzt an. Wie wir sehen, steht da Lokal NL, also Niederlande. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das habe ich schon seit Anfang des Spiels, dass mir immer wieder die Niederlande angezeigt wird. Und bei Beste Clans, Moment, wird mir einfach mal Germany angezeigt. Ich weiß auch nicht, was das für ein Bug ist. Auf jeden Fall werden wir den neben Tobias besuchen. Lesezeichen habe ich mir extra reingemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte zu suchen. So, besuchen und dann schauen wir mal, wie seine Base aussieht. Okay. YouTube Tobias Spirithawk. Ja, ich glaube, sehr viel kann man nicht zu der Base sagen, weil, ja, von den Verteidigungsgebäuden bist du einfach mal maxed out. Du hast 4751 Pokale. Bist du noch unter den Top 200, denn du hast ja mit dem Pokale-Push aufgehört. Auf jeden Fall nochmal Respekt dafür, dass du wirklich so weit oben warst. Beziehungsweise immer noch bist, nein, bist nicht mehr unter den Top 100, aber 200, sorry. Aber das ist ja auch völlig egal. Ich meine, dein Poki-Rekord war, wir gucken uns mal dein Profil an. Ja, alles auf Max ist eigentlich relativ klar, glaube ich. Dein Poki-Rekord war 4890. Gucken wir uns mal den besten Spieler der Welt an. Ja, oder ein bisschen mehr, aber das ist schon eine reife Leistung. Ich meine, du warst der Beste in Deutschland. Dafür nochmal einen großen Respekt. Du hast mir gesagt, es hat eigentlich mehr mit Zeit zu tun als mit Skill. Aber selbst wenn ich so viel Zeit darin investieren würde, würde ich es nicht schaffen. Ich würde einfach nur verscheißen. Ich bin noch nicht mal in Champion gekommen, aber wir wollen ja zurück zu deiner Base. Also wie gesagt, viel kann man nicht dazu sagen. Luftwaffe Level 6, Kanonen Level 11, Luftabwehren Level 8, Bogenschützentürme Level 13, Magiertürme Level 8. Minenwerfer Level 8, Bohrer Level 6, Lager komplett voll, ne? Alter. Ich würde gerne mit dir tauschen, naja, nur von den Ressourcen her. Alter, X-Bögen Level 4, Helden Level 40, das ist... Boah. Respekt dafür, wirklich. Du greifst immer mit Lufteinheiten an, hast du mir irgendwie geschrieben. Oder ich habe es irgendwo gehört, auf jeden Fall. Momentan ist der Go-Wipe drin, wie ich sehe. Gucken wir uns mal einfach an, wie du so angreifst. 3 Golems, 4 Barbaren, 16 Magier, 3 Laki, 6 Bogenschützen, 10 Mauerbrecher, 2 Päcker. In der Clanburg hast du nichts momentan. Okay, wahrscheinlich hast du gerade ein Schild oder sowas aktiv. Ich glaube, sonst wirst du sofort angegriffen. Schätzungsweise, weiß ich aber nicht ganz genau. Dunkles Lager voll, ne? Boah. Ey, das ist richtig geil, diese Base. Und das mit den blauen Mauern sieht auch relativ schön aus. Ich weiß gar nicht, was die meisten haben. Ich finde, die blauen Mauern sehen eigentlich stylisch aus. Ich finde, die Mauern auf 9 sehen am besten aus, aber ja gut. Wir gucken uns einfach mal dein Profil an, was du hier noch so hast. 1000 Sterne für einen Clan-Krieg hast du noch nicht geschafft. Naja, muss man auch nicht. 5000 Fernotürme hast du auch nicht, aber 2255, das ist schon extrem. Was? Du hast einfach mal fast 7000 X-Bogen zerstört, ey. Das ist ja richtig heftig. 15 Millionen Dunkles. Ja gut, kann man mal machen, ne? Spende 373.000, not bad. Zerstöre 5000 Minenwerfer, 21.000. Du hast dich gegen 428 Verteidigung erfolgreich verteidigt. Ich bin, glaube ich, bei der fast 300 ungefähr. Und ja, ist auf jeden Fall schwer. Gibt es eigentlich schon jemanden, der die 5000 geschafft hat? Würde mich mal interessieren. Vielleicht weißt du es ja. Kannst du mir unten in die Kommentare schreiben. 10.000 Rathäuser. 57.000 Bauhütten. Klarenburg Level 6 ist klar. Mauern 64.000. Pokale waren wir schon. 2 Milliarden. Respekt dafür, also. Dann würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen YouTuber-Besuchsfolge. Wenn ihr mal sowas, wie gesagt, öfter sehen wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ganz zu vergessen, schaut doch mal beim lieben Tobias Spirithawk vorbei. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung sogar blau markiert. Wer hätte das gedacht? Er macht schöne COC-Videos über High-Level-Gameplays mit Go-Wipe in der Pokalregion 4600. Also wenn ihr mal sowas sehen wollt, dann schaut wirklich mal bei ihm vorbei. Hat ja auch fast die 3K-Abos und Respekt dafür. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!